Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Shein-Haul hier auf meinem Account. Wie ihr seht, es gibt einen anderen Haul. Ich sitze im Bett und ich habe drei Pakete. Ich habe es erst schon offen. Paket Nummer 1, Paket Nummer 2, Paket Nummer 3. Das gibt ein bisschen einen anderen Haul. Ich habe mir richtig viele Sachen bestellt, weil ich bald ausziehen werde für die Wohnung. Aber ich habe auch Klamotten bestellt. Ich habe von allem etwas. Ich werde das testen mit euch zusammen. Ich bin auf ein paar Sachen echt richtig gespannt, auch wie das von der Qualität her ist. Und wir fangen jetzt direkt mal an. Ich weiß nicht genau, was drin ist, aber ich werde jetzt nicht alles irgendwie komplett aufbauen oder so, je nachdem, was es ist. Aber ich zeige euch auf jeden Fall alles und ich zeige euch jetzt auch mit der Zeit noch, die nächste Zeit. Ich kann nicht reden. Auf jeden Fall haben wir hier, und zwar ist das so eine Tasche, die ist so hoch und die passt, ich habe es extra ausgeweitet, die passt unter mein Bett und da kann ich dann Bettwäsche oder eine Bettdecke reinmachen, also die ist einfach hier mit so einem Reißverschluss, kann man die aufmachen und dann kann man die so aufklappen. Sie ist nicht fest, sondern mit so einem losen Ding, aber das brauche ich für mein Bett, weil mein Bett nicht breit ist unten und die passt eben perfekt drunter. Und da, also, da ist mir auch eigentlich egal, Hauptsache man kann Sachen reinmachen. Das finde ich richtig gut, weil das ist für so Sachen verstauen. Auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, das finde ich auf jeden Fall gut und hätte... Finde ich von der Qualität her gut. Klar, es ist jetzt nicht mit so stabilen Dingern, aber ich finde es okay. Man kann es halt auch richtig gut so einfach einpacken. Es gab verschiedene Varianten, aber ich habe mich halt einfach mal für das entschieden. Finde ich auf jeden Fall, gut. Ich habe übrigens auch einen Rabattcode, den schreibe ich euch unten in die Beschreibung hier einmal hin. Den könnt ihr dann auch nutzen. Da hat der Link für Shein auch direkt in der Bio. Und wie ich die Sachen dann alle in meiner Wohnung einräume und so, das seht ihr dann auch in der nächsten Zeit noch auf Insta und YouTube. Das dauert aber noch ein bisschen, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Als nächstes habe ich mir so einen Wäschekorb bestellt. Den habe ich gerade schon ausgepackt. So sieht er aus mit so Mustern. Den gab es auch noch in schwarz. Ich fand den in weiß aber schöner. Den werde ich dann irgendwie in mein Bad oder so stellen. Der ist ein bisschen unstabil. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Stabilität gewünscht. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem gut für den Anfang. Und ja, ist nicht schlimm. So, jetzt kommen wir zu Küchenmaterial. Da bin ich richtig gespannt. Aber ich dachte mir so, komm, ich bestelle es einfach mal. Dann kann ich es für euch auch testen. Da habe ich auch einen Grund. Jetzt brauche ich diese Sachen auch. Aber, also ich muss sagen, sieht auf jeden Fall gut aus. Das ist so ein Löffel einfach. Dann habe ich mir noch so ein Ding für Kuchen geholt. Nochmal eins, weil ich ja auch Kuchen backen werde. Dann so eine Gabel für Nudeln oder so. Und noch so ein Löffel mit so Lücken dazu. Und ich packe jetzt auch nochmal aus. Und noch so ein kleiner Soßen- oder Suppenlöffel. Also die sehen gut aus. Die riechen auch nicht irgendwie nach Chemie. Ich kann euch jetzt ja noch nicht sagen, wie die aussehen, wenn ich die ein paar Mal in der Spülmaschine hatte oder wenn ich die benutzt habe. Aber das werde ich euch natürlich mit der Zeit mitteilen. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall gut. Und für den Preis ist es halt echt okay. Ist halt viel günstiger, als wenn man es halt alles bei Ikea oder so kauft. Gar nicht, wo ich die ganzen Sachen lagern soll, weil ich ziehe ja jetzt nicht nächste Woche um. Aber egal. Dann habe ich mir ein Bettlaken bestellt. Das werde ich jetzt nicht komplett auspacken. Ich werde es nur mal anfassen. Das ist so nicht so weicher Stoff, aber ich habe den Stoff auch schon in meiner Decke. Das ist einfach ein schwarzes Bettlaken. Das werde ich auch alles angezogen, also alles, wenn ich es benutze, auch dann noch zeigen. Nur das jetzt unnötig ist auszupacken. Ich habe auch schon Bettlaken. Ich finde die gut. Die sind halt nicht aus Samt oder so weicher Baumwolle, aber das ist halt fresh in einfach so. Ah, dann ist das, glaube ich, die passende Bettwäsche dazu. Schauen wir uns das gerade mal an. Ja, und zwar habe ich mir einfach schwarze Bettwäsche dazu bestellt. Ich gucke mal kurz, ob ich hier einfach mal ein Kissen... Nee, lieber nicht. Das ist einfach ganz normale, komplett schwarze Bettwäsche, weil ich dachte mir einfach so, ja, weiß habe ich schon, rosa habe ich jetzt. Hole ich mir einfach auch mal schwarz, eben passend mit dem Ding dazu. Das werde ich auch auf jeden Fall auf Instagram mein Bett überziehen und euch da auf jeden Fall alles zeigen. Aber das muss ich jetzt erstmal waschen, bevor ich mein Bett damit überziehe. Dann machen wir weiter. Und zwar, ich habe allen Scheiß bestellt, Leute. Wenn ihr nochmal so ein Haul wollt mit solchen Sachen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr nur Klamottenholz haben wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Schreibt einfach auf, was ihr Bock habt oder was ihr jetzt nicht so feiert. Und zwar ist das so ein Fach für den Kühlschrank. Ich hätte es mir ein bisschen größer vorgestellt, aber so, da kann man so Obst oder so reinmachen und es dann so in den Kühlschrank reinschieben und da kann man da Sachen aufbewahren. Ist auf jeden Fall cool, ist auf jeden Fall auch so eine süße Idee. Da gibt es so viele Sachen, wo ich mir niemals gedacht hätte, dass es sowas bei Shein gibt. Dann kommen wir zur letzten Sache und das sieht jetzt tatsächlich nach was zum Anziehen aus. Und zwar ist das ein... Okay, also einmal ist es ein Rock.
dann so ein Oberteil, so ein Bandeau-Oberteil und ich glaube so eine Jacke, so eine lockere Jacke. Das zeige ich euch jetzt natürlich direkt angezogen, da muss ich nur kurz mal die Kamera umdrehen. Jetzt ist das Outfit angezogen, das finde ich richtig süß, das kann man auch richtig gut anziehen. Man kann es ja auch mit meinem BH-Träger nach oben auch, aber einfach nur so anziehen. Aber auch mit der Jacke, finde ich, macht es dem Ganzen noch so ein bisschen cooleren Look. Die Jacke ist von der Länge her auch, passt richtig gut dazu, ist auch so dünner, weicher Stoff und man kann es halt auch, wie gesagt, alles zusammen oder auch einzeln anziehen. Finde ich auf jeden Fall nice. Ist in der Größe S. Bin ich zufrieden mit. Kann man halt im Urlaub anziehen, kann man zu Hause anziehen, kann man eigentlich auch, okay, bei der Arbeit weiß ich jetzt nicht, kommt drauf, was man arbeitet, aber kann man zu allem Möglichen anziehen. Ich finde es richtig süß. Ich werde es auf jeden Fall anziehen. Weiter mit dem Paket. Das ist auch sehr voll. Ich finde es richtig cool, mal so andere Sachen auch von Shein zu testen. Und ich finde es halt cool, wenn ich die auch testen kann, dann müsst ihr die euch nicht bestellen und nachher ist es nichts. Und ich kann euch dann sagen, was gut ist und was nicht. So, machen wir gerade weiter mit den Haushaltsgeräten. Und zwar hätte ich mir das auch größer vorgestellt. Ich dachte, das ist so zum Nudeln abschütten. Das ist jetzt halt okay, wenn ich alleine wohne, reicht für meine Nudeln. Das ist eine Schüssel und hier vorne eben noch mit so Ding zum Ausschütten. Ist klein, aber sieht gut aus. Wie gesagt, ich teste die Sachen nicht erst, wenn ich eine Wohnung habe. Aber ist auf jeden Fall klein. Dann machen wir weiter. Ich lege die Klamotten mal hier auf die Seite. Die zeige ich euch dann am Ende noch. Hier ist, glaube ich, hier ist nochmal Bettwäsche drin. Und zwar ist die von der einen Seite weiß und von der anderen Seite grau. Ich dachte mir so, ich brauche ein bisschen so schlichtere Bettwäsche, weil ich schon mal welche im Bettwäsche bestellt habe. Ich halt nur so wie jetzt die, so Gold oder Glitzer, alles mögliche, ein bisschen krassere, sag ich mal. Und deswegen dachte ich mir, muss ich jetzt mal ein bisschen schlichter machen, aber ich habe alles so ein bisschen das zusammenpasst geholt. So, jetzt bin ich richtig gespannt. Ich habe mir Besteck geholt. Und das Besteck gab es eigentlich in voll schönen Farben. Das gab es auch in rosa und so und schwarz. Aber ich dachte mir so, ich hole mir jetzt lieber einfach Silber. Das passt halt auch safe zu allem. Ich kann ja immer noch, wenn es gut ist, mir das auch nochmal in einer anderen Farbe holen und für euch angucken. Aber ja, wie gesagt, das habe ich mir jetzt... Ich weiß nicht genau, wie viel es gekostet hat. Ich habe euch die Links alle in meiner Beschreibung verlinkt, aber auf jeden Fall für den Preis bin ich gespannt, was ankommt. Ich fange jetzt mal, ich packe jetzt nicht alles aus. Von jedem habe ich 4 Sachen. Ich packe jetzt einfach mal eine Gabel aus. So sieht die von Mom aus. Also, sieht nicht schlecht aus. Fühlt sich auch nicht schlecht an. Sollte man vielleicht alles erstmal waschen, bevor man es im Mund nimmt, aber... Ist jetzt nicht so krass, also ich glaube, man könnte es verbiegen, wenn man sich richtig anstrengt, aber ist okay. Und ich habe eben große Gabeln, Löffel, kleine Löffel, große Löffel und Messer. Und von jedem 6 Stück, also so, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das ist, wenn man das auch testet. Und wie gesagt, wenn ich es ein paar Mal gewaschen habe und so, werde ich euch auf jeden Fall überall auf Insta und so auch mitnehmen und die ganzen Sachen zeigen. Jetzt kommt das Ding, auf das habe ich mich so gefreut. Und zwar habe ich mir so einen Eiswürfelvorlage, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, geholt. In rosa mit Herzformen. So sieht das aus. Und da macht man die rein, dann kann man die eben so rausdrücken, deswegen ist es so weich. Ich finde es ein bisschen schade, dass da nichts drauf ist, aber das hat man ja von Anfang an gesehen. Da bin ich auch richtig gespannt, wie das ist. Das riecht jetzt tatsächlich ein bisschen nach Gummi, aber man wäscht es ja nicht heiß, sondern nur kalt, deswegen glaube ich nicht, dass es ein Problem ist. Wenn ich vergiftet bin, dann sehen wir es, aber ich glaube eigentlich, dass das alles gut klappt. Okay. Machen wir weiter. Und zwar... ich weiß es. Ich habe mir Strohhalme geholt. So silberne. Die sind halt einfach härter und die sind hier drin. Da ist auch noch so eine Bürste dabei, um die zu putzen. Das finde ich richtig cool, damit auch alles schön zusammenpasst. Die gab es auch in so schönen Farben, aber ich habe mich nicht getraut. Deswegen habe ich mir erstmal alles in Silber geholt, aber... Fühlen sich auf jeden Fall geil an. Bin ich auch richtig gespannt, die zu testen. Hier, oh mein Gott, hier ist ein Mixer drin, Leute. Den teste ich jetzt nicht. Den teste ich die nächsten Wochen in meiner Story. Da nehme ich euch dann auf jeden Fall mit, weil ich will ihn jetzt nicht auspacken, weil ich habe jetzt eh nichts. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil der hat, glaube ich, nur 12 Euro oder so gekostet. Der könnte halt auch ein richtiges Fail sein, aber den nehme ich euch, wie gesagt, mit. Da bin ich richtig, richtig gespannt drauf. Hier sind jetzt nur noch Klamotten, die lege ich an den Rand. Bevor ich aber die Klamotten alle für euch anprobiere, weil das ist mir zu stressig, mich die ganze Zeit noch nebenher umzuziehen, zeige ich euch jetzt noch das letzte Paket. Ich mache es erstmal auf. So, jetzt öffne ich das letzte Paket. Wie gesagt, in dem anderen waren noch Klamotten, die zeige ich euch. Und hier sind jetzt, glaube ich, 1 oder 2 Sachen noch drin. Ich bin richtig gespannt, die Sachen auch zu testen. Und zwar... Moment.
glaube, das gehört zusammen. Ja. Und zwar ist das ein Schrank. Also halt so zum Aufbau. Jetzt zeige ich das mal hier. So sieht das aus. Da kann man dann anscheinend Sachen aufhängen. Ich habe mir jetzt eins davon bestellt. Da habe ich auch keine Ahnung, wie groß es ist. Wenn ich das jetzt hier so sehe, kommt es mir sehr klein rüber. Da bin ich sehr gespannt. Ich denke, hier ist noch der Rest dazu drin. Das baue ich jetzt nicht auf, weil wie gesagt, ich muss ja erstmal ausziehen. Werde ich aber alles machen. Werde ich euch mitnehmen auf YouTube, auf Instagram, überall. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und jetzt machen wir weiter. Ich habe nämlich noch 5 Outfits, die zeige ich euch auch direkt, dafür drehe ich nur die Kamera, weil das stört im Bett ein bisschen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr nochmal so Sachen wollt oder ob ihr einfach nur Klamottenholz wollt, beides gemischt oder mal so. Schreibt eure Wünsche in die Kommentare und dann zeige ich euch das Ganze natürlich. Aber jetzt gehen wir zu den Outfits. Freunde, ich zeige euch jetzt noch die Klamotten und zwar habe ich als erstes ein Set. Ich finde diese Farbe oder dieses Muster so schön, ich habe davon auch schon ein Oberteil. Einmal ist es so ein Rock, dann ist es so im Bikini-Ding ein Oberteil, es ist aber kein Bikini-Stoff, sondern nur, es sieht halt so aus. Und noch so eine kleine durchsichtiges Oberteil-Jacke dazu. Irgendwie habe ich Deutsch verlernt, auf jeden Fall zeige ich euch das direkt einmal angezogen. Das ist jetzt das Outfit angezogen. Ich liebe dieses Muster. Ich finde auch, das Outfit sitzt richtig gut. Das ist jetzt halt eher ein Urlaubsoutfit, außer ihr zieht halt irgendwie, ihr könnt da ja auch einfach ein weißes Top drunter anziehen, anstatt das Oberteil, das ist nicht ganz so freizügig. Aber es ist auf jeden Fall richtig süß, auch richtig dünn und so. Ist auch mal was anderes, finde ich. Ich habe zwar richtig viele Outfits, aber jetzt so eins habe ich jetzt noch nicht. Liebe ich. Auf jeden Fall eine 10 von 10, Leute. Damit kommt safe auch ein Insta-Bild online. Dann machen wir weiter. Zunächst habe ich mir ein Kleid bestellt und zwar in grün. Das ist so ein längeres Kleid. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo hinten und wo vorne ist. Weil eigentlich sieht das für mich aus wie vorne, aber dann wäre ja, das hinten so stehen, glaube ich, ist das. Ich probiere es mal an, ich werd schon rausfinden. Ich habe übrigens die Klamotten immer in der Größe S und die ganzen Sachen sind in meiner Beschreibung verlinkt. Kleid, ich habe jetzt rausgefunden, das ist hinten, ist rückenfrei. Das sieht richtig schön aus. Es ist auch so, wie gesagt, länger, wie ihr seht. Es ist so elegant, auch für Alltag, Urlaub, alles Mögliche. Das ist richtig schön. Und ich finde grün eigentlich nicht so schön. Ich finde, das Kleid ist Bombe. Ich habe mich ein bisschen verliebt. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch, ich erst das. Und zwar habe ich noch was Grünes. Ich habe drei grüne Sachen. Keine Ahnung warum, aber ich habe drei grüne Sachen bestellt. Und zwar ist das ein Bikini mit noch so einem Kleid dazu. Also halt so ein Strandkleid mäßig. Auch in grün. Da ist, glaube ich, so rum. Ich zeige es euch auch einmal direkt an. Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig rum ist, aber ich glaube schon mal so würde es eigentlich am meisten Sinn machen. Das ist jetzt halt wirklich ein Strandoutfit. Also das sieht man jetzt nicht einfach so ein Strand oder halt Schwimmgeh-Outfit, sage ich mal. Ich finde es auf jeden Fall süß. Ich habe mir noch ein Bikini bestellt und zwar den hier. Ich muss sagen, ich finde das Grün von dem, den ich anhabe, schöner als von dem. Das ist einfach so ein Oberteil mit einer Hose in so einem dunkleren Grün. Das zeige ich jetzt nicht angezogen. Und dann habe ich noch eine letzte Sache. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das angezogen aussieht, weil ich habe schon sowas Ähnliches. Und zwar ist es ein Zweiteiler. Okay, sehr gut. Einmal so ein Rock und das ist aber ein Rock, der an beiden Beinen eine Öffnung hat. Also ich habe ja so einen, der eine Öffnung hat, aber der hat eben zwei, da bin ich sehr gespannt. Das Oberteil sieht auch ein bisschen anders aus, das sieht so aus. Und ja, ich zeige euch das auch direkt noch einmal angezogen. Das ist richtig schön, ich laufe mal kurz nach hinten. Und zwar, das geht wirklich bis runter und dann gucken eben die Beine so raus. Man muss da schon aufpassen, ist für den Alltag schon schwieriger, also schon besser für Urlaub oder so, aber es ist auf jeden Fall mega nice. Auch 10 von 10. Ich liebe auch den Stoff. Das ist so ein richtig weicher Stoff. Und ja, das war's in meinem Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen eine andere Art. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr den fandet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!